Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir zusammen die Neuzugänge aus dem Monat August. Und ja, ich bin super, super, super spät dran. Ich müsste eigentlich jetzt schon die What I Read Next Ankündigung machen, beziehungsweise müsste eigentlich auch bald schon wieder Lesemonat für den August online kommen. Ich hinke arg hinterher. Das hat allerdings auch einen Grund. Wer mir bei Instagram folgt, der weiß das auch. Ich musste operiert werden und da hat sich das jetzt alles so ein bisschen verzögert. Also seid mir bitte nicht böse, dass ich momentan nicht so abliefere, wie ich das sonst gerne tue. Aber ich möchte euch damit jetzt nicht zu sehr voll quatschen. Ich möchte euch nämlich die Bücher vorstellen, die im Monat August bei mir einziehen durften. Insgesamt sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Aber ich kann jetzt schon mal so viel sagen, dass der nächste Neuzugänge-Monat bzw. der Monat September, was Neuzugänge angeht, etwas mehr sein wird. Ich habe nämlich noch 5 Bücher vorbestellt, die im September erscheinen. Also die werden auf jeden Fall dabei sein. Es werden noch ein paar Rezensionsexemplare einziehen, die im September erscheinen. Und ich habe eventuell gestern Abend in meiner abendlichen Langeweile, weil mir langsam im Krankenschein die Decke auf den Kopf fällt, eventuell noch eine Rebuy-Bestellung getätigt. Da kommen auch so ein paar Bücher zusammen. Ja, so viel dazu. Ich würde aber sagen, wir starten jetzt mit dem ersten Buch, das diesen Monat hier einziehen durfte. Und ja, da habe ich gesagt, da mache ich vielleicht mal noch ein extra Video dazu. Ich habe euch das Buch auch schon im Lesemonat Juli vorgestellt, weil ich es da schon gelesen habe, aber ich hatte das Printexemplar noch nicht in der Hand. Das möchte ich euch aber gerne jetzt zeigen, weil es eben jetzt im August angekommen ist, nämlich What If We Fell in Love von meiner lieben Yassi und von meiner lieben Eileen. Ich habe es mir natürlich im Love Moon Shop bestellt, also im Verlagsshop, weil ich dann nämlich hier ein Template bekommen habe mit beiden Autogrammen. Also das haben die beide unterschrieben. Und dazu gab es noch diese Postkarte und dieses Bild hier, diese Illustration von Thalia und Cole. Und dann noch dieses wunderschöne Inlay, also dieses Page Overlay nennt sich es, glaube ich. Ich blicke da nicht mehr durch. Mittlerweile gibt es so viele Goodies, die man immer dazu macht. Und natürlich auch den Farbschnitt. Wie soll es auch anders sein? Er ist super schön, aber irgendwie habe ich momentan das Gefühl, es gibt kaum noch Bücher ohne Farbschnitt. Oder wenn ein Buch keinen hat, ist es irgendwie schon was Besonderes wieder. Ja, ich habe das Buch sehr, 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 sehr gerne gelesen. Kann es auch echt nur jedem empfehlen, der in Richtung New Adult gerne unterwegs ist. Und jetzt würde ich euch natürlich noch erzählen, was im Klappentext steht. Was, wenn dein One-Night-Stand plötzlich zur Familie gehört? Cole traut seinen Augen nicht, als er die Tochter des Verlobten seiner Mutter kennenlernt. Thalia, die Frau, die ihm seit Monaten nicht aus dem Kopf geht und mit der er allen Regeln zum Trotz gerne mehr als nur eine Nacht verbringen würde. Bald können beide der Anziehungskraft zwischen ihnen nicht mehr widerstehen und schließen einen Pakt. Keine Beziehung, keine Küsse, keine Liebe. Nur bis zur Hochzeit der Eltern. Klingt perfekt, aber die Sache hat einen Haken. Was passiert, wenn einer von ihnen die Regeln bricht? Dann durfte natürlich auch die neue KISS-Anthologie bei mir einziehen. 12 Month of Romance heißt das Ganze. Das heißt 12 Kurzgeschichten für jeden Monat des Jahres eine. Im Januar sind sie eben sehr schneelastig, im Herbst sind sie kürbislastig. Also es ist schon so ein bisschen auf den Monat abgestimmt. Insgesamt 12 Autoren natürlich und Autorinnen, wie zum Beispiel Katinka Engel oder Marie Niehoff oder Antonia Wesseling oder Kira Mohn. Also wirklich diese bekannten KISS-Autoren und noch ein paar andere haben sich da zusammengetan und haben da was richtig, richtig Schönes auf die Beine gestellt. Liebesgeschichten so abwechslungsreich wie die 12 Monate des Jahres. Im Frühling schmecken Küsse nach dem ersten Sonnenschein, im Sommer nach Vanilleeis und langen Tagen am Strand. Im Herbst werden nach Pumpkin Spice duftende Kerzen angezündet und im Winter prasselt das Kaminfeuer leise vor sich hin, bei einem heißen Kakao vom Tannenbaum. Das Jahr ist voller Veränderungen, aber eins darf in keinem Monat fehlen, die richtige Lektüre. 12 Monate, 12 Geschichten voller fesselnder Romantik und herzzerreißender Momente zum Lachen, Weinen, Seufzen, Anschreien, Versöhnen, 12 Geschichten zum Verlieben. Dann war ich letztens
bei Kaufland, weil ich da von meinem alten Arbeitgeber noch ein paar Einkaufsgutscheine hatte. Da wurde bei uns so ein Eventtopf aufgelöst und da sie uns das Geld nicht bar auszahlen durften, haben sie uns Kaufland-Gutscheine gegeben. Ja, normalerweise nutze ich die dann auch wirklich zum Einkaufen und dieses Mal dachte ich so, gehst du mal kurz noch in die Buchabteilung und da habe ich tatsächlich 3 Bücher mitgenommen. Und ich muss echt sagen, wenn ich mir das so angucke, die ersten beiden Bücher waren rosa, die nächsten beiden Bücher sind rosa. Also der Monat August war sehr rosalastig, obwohl das ja eigentlich gar nicht meine Farbe ist. Aber ja, auch das nächste Buch ist sehr ladylike. Running Up That Hill von Nicole Böhm. Wie gesagt, auch rosa, auch mit Blüten, auch mit Blümchen, auch mit Buchschnitt. Ja, da kommen wir wieder zu der Thematik. Gibt es überhaupt noch Bücher ohne Farbschnitt? Nicole Böhm habe ich lieben gelernt in ihrer Reihe, die sie zusammen mit Annabel Steele geschrieben hat, über 4 Freunde in New York. Seitdem bin ich ihrem Schreibstil verfallen und habe schon die ein oder andere Geschichte von ihr gelesen. Hier auf das Buch bin ich sehr gespannt. Da ist nämlich auch gerade Band 2 erschienen, also es ist eine Dilogie. Das lässt sich ja dann schön in einem Rutsch zum Beispiel weglesen. Fake ist manchmal echter als echt. Harley Sharp ist als Star einer Kinderserie bekannt geworden. Nun ist sie 25 und obwohl sie wirklich alles tut, um als ernsthafte Schauspielerin wahrgenommen zu werden, schafft sie es nicht, ihr altes Image abzustreifen. Dabei hilft ihre aktuelle Serie auch nicht, die in L.A. gedreht wird und eine treue Fangemeinde hat. Ihr neuer Serienpartner Wyatt Holt ist noch frisch im Haifischbecken Hollywoods, aber seine lockere Art macht ihn überall beliebt. Als das PR-Team darauf drängt, dass er und Haley sich auch privat als Paar ausgeben sollen, um für Publicity zu sorgen, lassen sich beide darauf ein. Doch können die echten Gefühle, die sich zwischen ihnen entwickeln, den Machenschaften der Filmindustrie standhalten? Und das zweite rosa Buch, das ich bei Kaufland mitgenommen habe, ist von der lieben Bianca Iosivuni. Golden Bay, How It Feels ist der Reihenauftakt der Golden Bay-Reihe. Auch mit Farbschnitt. Wie kann es auch anders sein? Und mit Charakterkarte. Das sind die beiden Hauptcharaktere. Amber und... wie heißt er? Ich kann es euch nicht sagen. Wenn ich es herausgefunden habe, blende ich es euch hier noch ein. Ansonsten müsste ich das erst nochmal googeln. Ich möchte das Buch zusammen mit Lou lesen. Also wir haben da letztens drüber gesprochen. Und als ich dann bei Kaufland war, habe ich den Band hier gesehen. Dachte so, ach, dann passt das ja gerade sehr gut. Sie möchte das Buch lesen. Ich wollte es mir sowieso noch kaufen. Dann nehmen wir es doch gleich mit. Und so ist eben auch das zweite rosa Buch in meinem Warenkorb gelandet. Süße Erinnerungen, heiße Tränen, in einer einzigen Nacht hat sie alles verloren. 2 Dinge hat Amber sich geschworen, sich nie mehr zu verlieben und nie wieder an das zu denken, was vor 5 Jahren geschehen ist. Doch als sie in ihre Heimat auf die kanadische Insel Golden Bay zurückkehrt, wird sie von Erinnerungen überfallen an Strandtage und Sternschnuppennächte mit Holden. Ah, Holden heißt er. Ich habe es eben irgendwie komplett überlesen. Dem Mann, der ihr Herz gebrochen hat. Als sie ihm auf einer Hochzeit wieder begegnet, sind die tiefen Gefühle plötzlich wieder da, aber auch die Wut und die Enttäuschung. Auf keinen Fall will sie noch einmal so verletzt werden wie in jener Nacht, als sie mit Holden weglaufen wollte und ihre gesamte Welt zusammenbrach. Doch mit den alten Gefühlen flammt eine neue, gefährliche, intensive Anziehung zwischen ihnen auf. Eine Anziehung, der Amber unter keinen Umständen nachgeben darf, wenn sie nicht erneut alles verlieren will. Und das dritte Buch, das bei Kaufland mit durfte, war The Ashes and the Starcrest King. Ich habe das Buch bei uns hier in der kleinen Buchhandlung schon gesehen, aber da gab es es leider nicht mehr mit Farbschnitt. Und da ich den ersten Band mit der Erstauflagen-Edition, also mit dem Farbschnitt habe, hätte ich den zweiten eben auch gerne damit gehabt. Deshalb habe ich es schnell in meinen Einkaufswagen geworfen. Ich kann euch das erste auch gerade noch zeigen. Das habe ich nämlich hier liegen. Das ist nämlich The Serpent and the Wings of Night. Liegt auch noch ungelesen hier auf meinem Sub. Ich werde euch auch den Klappentext von Band 1 vorlesen, damit ich euch eben nicht spoilere. Es ist nämlich eine fortlaufende Reihe. Uraya muss sich ihren Platz in einer Welt erkämpfen, die darauf ausgerichtet ist, sie zu töten. Sie ist die adoptierte Menschentochter des nachtgeborenen Vampirkönigs und ihre einzige Chance, jemals mehr als bloß Beute zu sein, ist die Teilnahme am Kichari, ein legendäres Turnier, das von Nyxia veranstaltet wird, oder Nyaxia, der Göttin des Todes selbst.
Um ihr Überleben im Kampf gegen die grausamen Krieger aus den drei Vampirhäusern zu sichern, muss Oraya ein Bündnis mit ihrem größten Rivalen eingehen, Rain. Alles an ihm ist gefährlich. Zum Töten geboren ist er skrupellos und dazu auch noch ein Feind der Krone ihres Vaters. Doch nicht das Turnier, die mögliche Niederlage oder der Tod machen Oraya am meisten Angst, sondern dass sie sich plötzlich auf seltsame Weise zu Rain hingezogen fühlt. Als wäre das nicht genug, braut sich um das Haus der Nacht ein Sturm zusammen und erschüttert alles, was Oraya über ihre Heimat zu wissen glaubte. Und Rain versteht sie vielleicht besser als jeder andere. Doch die immer stärker werdende Anziehungskraft könnte ihr Untergang sein in einem Königreich, in dem nichts tödlicher ist als die Liebe. Das nächste Buch habe ich euch bereits in einem Unboxing gezeigt. Da hatte ich mir ja die Zauberbüchse aus dem Monat Juni von der Bücherbüchse gekauft. Red Umbrella Society, der Kuss des Schmetterlings. Ich denke, da muss ich jetzt nicht mehr so viel sagen. Ich verlinke euch einfach mal hier oben das Video zum Unboxing und lese euch einfach nochmal den Klappentext vor. Ein rätselhafter Mord erschüttert New York. Das Opfer ist ausgerechnet ein Mitglied der mächtigen und geheimnisvollen Red Umbrella Society, deren Mitglieder angeblich über besondere Fähigkeiten verfügen. Das Letzte, was Gadi gebrauchen kann, ist in diese Geschichte mit hineingezogen zu werden. Denn sie hat genug eigene Probleme. Sie und ihr Bruder schulden einem skrupellosen Untergrundboss Geld und müssen für ihn riskante Jobs erledigen. Doch dann stolpert Skadi für einen dieser Aufträge über eine Leiche und gerät ins Visier des jungen und äußerst attraktiven Ermittlers David Bell. Er ist von ihrer Schuld überzeugt und setzt alles dran, sie zu fassen. Aber jemand ist daran interessiert, Skadi zu schützen. Jemand, dem sie mehr verdankt, als er lieb ist und der im Gegenzug einen dunklen Gefallen einfordert. Zu dem nächsten Buch habe ich euch schon ein Unboxing auf meinem Kanal gemacht. Das heißt auf Instagram und auf TikTok. Also schaut da gerne mal bei beiden vorbei. Da mache ich eigentlich regelmäßig Unboxings, wenn ich von Autoren oder Verlagen eine Box zugeschickt bekomme und hier jetzt nicht ein extra Video dazu drehen möchte. Die Chroniken von Usha heißt das Ganze, der Drachenkönig. Ich bin es gerade aktuell am Lesen und bin bis jetzt echt schon richtig, richtig begeistert. Ich habe von Melissa tatsächlich noch gar nichts vorher gelesen gehabt, deshalb war es für mich komplettes Neuland. Aber ich bin positiv überrascht und freue mich dann auch mal wieder einen Self-Publisher unterstützen zu können. Sein Blut und seine Unversehrtheit garantieren ihr Überleben. Einst herrschte der Drache Doron als König über Usha, bis die Magier ihn stürzten, sein Volk versklavten und bis an den Rand der Ausrottung trieben. Um seinen Leuten ein besseres Leben zu ermöglichen, willigt er in einen schicksalshaften Pakt mit dem Magierkönig ein. Mit seinem unsterblichen Blut soll er die Königstochter, die unter einem Gendefekt leidet, am Leben erhalten. Womit jedoch niemand, am wenigsten Doron, gerechnet hat, ist, dass Eleni mit den Jahren immer mehr der Frau gleicht, die er einst über alles geliebt, doch die ihn schändlich verraten hatte. Als Eleni ihn um Hilfe bittet, um eine erzwungene Ehe zu entgehen, ist er hin und her gerissen. Doch dann kommt sie hinter sein großes Geheimnis. Wie weit kann Doron einer Frau vertrauen, die eine Magierin ist und damit für alles steht, was er hasst? Schafft es Eleni, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und sich gegen ihren Vater und die mächtigen Magier zu stellen? Und dann kommen wir last but not least zum letzten Buch, das hier einziehen durfte. Und da gehen die Meinungen auf Instagram oder allgemein in der Buchbubble sehr weit auseinander. Die einen lieben es, die anderen hassen es und zwischendrin gibt es gar nicht mal so viel, habe ich das Gefühl. Berichte ich mich gern, wenn ihr es anders seht. When the Moon Hatched, die Auserwählten, habe ich gerade vorgestern erst gekauft, am Samstag. Deshalb zählt es noch gerade so in den Lesemonat. Ich lasse mich überraschen. Ich bin, wie gesagt, von beiden Seiten schon geimpft worden. Also Leute, die es gemocht haben und Leute, die es nicht gemocht haben. Aber ich mache mir da ja gerne mein eigenes Bild. Es ist auch noch eine Charakterkarte dabei, die ich richtig schön finde. Das sind die Protagonisten des Ganzen. Ich müsste jetzt mal im Klappentext gucken, ob da ein Name drin steht. Rafe heißt sie und Khan heißt er. Hier ist auch nochmal innen drin so eine Karikatur davon und eine Illustration, wie man es auch immer nennen möchte. So sieht das Ganze von innen aus, ohne den Schutzumschlag. Ich finde es super schön von der Aufmachung her. Aber ja, warten wir mal ab, ob es nicht wieder so ein Außen-Hui-Innen-Fui-Buch ist. Ganz oft, wenn die Meinungen so auseinandergehen, bin ich da ja immer etwas skeptisch. Er ist loderndes Feuer, sie zerbrochenes Eis.
Rafe kennt nur ein Ziel. Als Mitglied der Rebellion hat sie geschworen, bis zu ihrem letzten Atemzug zu kämpfen. Für diejenigen, die es selbst nicht können. Und gegen jene machthungrigen Thronerben, die ihr Land ins Chaos und Finsternis stürzen. Als ihre beste Freundin bei einem grausamen Attentat stirbt, dessen Opfer eigentlich Rafe werden sollte, ist Vergeltung alles, woran sie noch denken kann. Stärker als das Feuer der Drachen lodert der Zorn in ihr. Doch als sie sich im auswegslosesten Gefängnis wiederfindet, die Hände voller Blut, steht plötzlich Khan vor ihr. Der mächtige Herrscher, der alles verkörpert, was Rafe verabscheut und dessen Drache ihr doch das Leben rettet. In Khans dunklen Augen verbergen sich Abgründe und Rafe spürt, dass ihr Kampf um die Freiheit unweigerlich mit ihm verbunden ist. Mit den Geheimnissen, die er verschweigt und ihren Gefühlen, die alles, woran sie glaubt, zu zerstören drohen. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im August bei mir einziehen durften. Es waren doch ein paar. Wie gesagt, schon mal vorab, der September wird buchlastiger. Und dann geht es ja auch schon wieder auf die Buchmesse zu. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein bisschen Buchcontent freuen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!